meine Lieben, ich stelle euch heute etwas vor, was ganz neu auf dem Markt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar kommt das aus der Glossybox-Familie und das ist die Petite-Box. Die überhaupt gar nicht petit ist. Die ist nämlich riesig im Vergleich zur Glossybox. Die ist richtig groß und richtig schwer. Und die Petite-Box ist gedacht für schwangere Frauen und für junge Mamis mit Babys, die bis zu einem Jahr alt sind. Und bevor ihr jetzt hier aufschreit oder sowas, ich bin nicht schwanger, also ja, keine nicht in Jubel ausbrechen, na, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin nicht schwanger, mir wurde diese Box zum Testen angeboten und da ich schon bei einigen Freundinnen Schwangerschaften mitbekommen habe, habe ich gedacht, ich kann mich da zumindest so im Ansatz ein bisschen reinversetzen. Also ich habe selber keine Kinder, ich war auch nie schwanger, deswegen habe ich das halt immer nur so bei Freundinnen miterlebt. Und ja, also ihr wisst ja eigentlich, ich teste alles gerne und das sind ja so typische Frauensachen auch. Also wenn das, ne, auch wenn man jetzt irgendwie nie schwanger war, aber die meisten Frauen wollen ja Kinder haben und also schadet jetzt nicht, sich ein bisschen mit Babysachen und Schwangerschaftssachen auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich diese Box für euch mal mir zuschicken lassen und wir schauen uns die jetzt mal gemeinsam an. Also wie gesagt, die ist riesengroß, ist gelb. Ich hoffe, ich reiße jetzt mit dem Deckel nicht Kamera um. So. Innen drin in der Box ist so eine Karte. Da ist hier auf der einen Seite so eine Anrede und auf der anderen Seite, wie wir das von der Glossybox kennen, sind die Produkte aufgeführt. Und das, ich versuche nochmal das hochzuheben. Also das Papier, oh Moment mal. So, das Papier innen drin ist gelb und nee. Hier, das innen drin ist dunkelblau und da sind so kleine Sachen drauf, so Schnuller und sowas. Ganz niedlich. Ich reiße mir hier wirklich gleich die ganze Kameraausrüstung um. So. Innen drin sind folgende Sachen. Zum einen, das habe ich hier gerade rausgenommen, ist hier so ein Umschlag. Und hier drin sind ist auch nochmal so eine Anrede. Und dann sind hier drei so eine Kärtchen von beiden Seiten bedruckt. Drei so eine Kärtchen mit Tipps zur Schwangerschaft und wenn ich das richtig gesehen habe, hier ist auch was von Hebammen geschrieben. Also das sind richtig Tipps von Leuten, die sich auskennen. Und ja, hier steht überall 21. bis 24. Schwangerschaftswoche. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist es so, dass die Boxen unterschiedlich sind, je nachdem in welcher Woche man sich befindet oder ob das Baby schon da ist und dann wie alt das ist. Und ich habe jetzt hier eine Box wohl bekommen für die 21. bis 24. Schwangerschaftswoche. So. Da drin ist so ein Baumwolltuch mit Pünktchen drauf, total niedlich, mit hier so einer kleinen Karte dran. Und das ist von Bellybutton Mulltuch, die Allzweckwaffe gegen die kleinen Tücken des Mama-Alltags. Das niedliche Tuch aus 100% Baumwolle ist vielseitig einsetzbar, besonders geeignet bei unliebsamen Kleckereien. Ja, finde ich total niedlich. Ich glaube, Mamis brauchen wirklich ständig irgendwelche Baumwolltücher, um sich die auf die Schulter zu legen, damit sie nicht vollgespuckt werden oder um irgendwas wegzuwischen. Und ja, finde ich, finde das Design total süß. Ich stehe ja so auf Pünktchen. Dann haben wir Minga Berlin Premium Organic Cotton Socks. Eisfüße AD, die aus Organic Cotton gestrickten Mami-Socken garantieren dir wohlig warme Füße. Die sehen so aus und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die jetzt nicht so toll. Also zum einen finde ich die, ehrlich gesagt, gefällt mir das Design so gar nicht. Ich möchte jetzt das Wort hässlich nicht benutzen, ja, aber ich finde die wirklich nicht so schön. Und zum anderen, ja, natürlich sollen Mamis warme Füße behalten, aber ich finde jetzt Socken nicht so toll in so einer Box. Aber wie auch immer, also ist nett gedacht. Dann geht es weiter mit Beaba Bibos Babyfläschchen. Wo ist es? Hier. Ein Babyfläschchen. Wie niedlich. Förder das eigenständige Trinken deines Babys. Der einzigartige Silikonsauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus. Die ergonomische Form der Flasche erleichtert das Greifen. Das kann ich jetzt natürlich so nicht beurteilen. Aber
Gut, jede Mami kann eine Flasche, mindestens eine gut gebrauchen. Und mag sein, dass die tatsächlich was Besonderes ist. Also das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber finde ich auch sehr nett. Dann eine Yankee Candle. Wo ist sie? Eine ganz kleine. So, eine Yankee Candle. Ich stehe total auf Yankee Candles. Oh oh, ich sehe gerade, ich habe nur noch 5 Minuten. Ich beeile mich. Meine Batterie-Speicherkarte ist gleich voll. Yankee Candle, Wellness für deine Sinne. Genieße den Duft von Orange und Vanille und gönne dir eine wohltuende Auszeit. Die aus rein ätherischen Ölen bestehende Kerze brennt bis zu 15 Stunden. Ich liebe den Geruch, ich finde es richtig schön, aber ich weiß nicht, ob das gerade für Frauen in der Schwangerschaft so gut ist. Vielen ist da ja ein bisschen schlecht und die machen dann lieber einen Bogen um irgendwelche duftenden Sachen. Aber für diejenigen, denen nicht übel ist, finde ich, ist es eine tolle Sache, dass man eben auch was hat für sich selbst zum Entspannen in der Schwangerschaft und nicht nur Babysachen. Dann geht es weiter. Weleda Schwangerschaftspflegeöl. Ich glaube, ich lese euch das jetzt hier nicht alles vor, weil sonst rennt mir die Zeit total weg. Dann, wie gesagt, die Kamera gleich alle. Ich habe euch das aber auch alles auf dem Blog geschrieben. Also da steht nochmal alles total ausführlich. Das heißt, ich zeige euch jetzt einfach nur schnell die Produkte. Also ein Schwangerschaftsöl, Pflegeöl von Weleda. So eine kleine Probe gegen Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Dann Dr. Eckstein. Tarotin-Feuchtigkeitscreme und Gesichtspeeling, damit die Mamis auch was haben, damit sie sich pflegen können, finde ich total schön. Das finde ich, also ich finde es super, dass Babysachen natürlich drin sind. Das ist ja auch Sinn der Sache, würde ich sagen, bei der Petite Box. Aber dass eben für die Mamis auch Sachen für sich drin sind, dass sie sich in der Schwangerschaft wohler fühlen und sich pflegen können und so, das finde ich halt auch eine super Sache. Und Dr. Eckstein finde ich total toll. Dann habe ich Preggy Pops Schwangerschaftslutscher. Das sind so eine 3 Lutscher. Ja, und die sollen angeblich gegen die Übelkeit in der Schwangerschaft helfen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn es stimmt, finde ich es total cool. Wenn es nicht stimmt, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, die schmecken gut. Ich habe es jetzt aber nicht probiert. So, und das Letzte, was drin ist, ist Herbaria Blutquick oder Herbaria Blutquick. Das ist so ein Saft, den man trinken kann, der natürlich ohne Alkohol ist und glutenfrei und vegan. Und da steht drauf, Fruchtsaftmischung mit Kräuterauszügen, Eisen und Vitaminen. Da steht zum Beispiel in Schwangerschaft und Stillzeit. Also ich habe gehört, dass schwangere Frauen und auch stillende Frauen einen erhöhten Bedarf an verschiedenen Sachen haben, an verschiedenen Nährstoffen. Und das scheint eben genau sowas zu sein, was da irgendwelche Sachen ausgleichen kann. Also was man dann eben mehr braucht. Von daher finde ich auch eine super Sache. Und ja, meine Lieben, das war die Box. Hier ist noch von Weleda so ein kleines Kärtchen drin. Egal, so ein kleines Kärtchen ist da noch drin. Und ja, das war die Petite Box. Ich finde sie super. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich schwanger wäre oder wenn eine Freundin schwanger wäre, dass ich mich freuen würde, jeden Monat sowas zu bekommen. Ich finde die Idee, dass einer Freundin oder der Schwester oder wem auch immer, also einer Frau in der näheren Umgebung, die schwanger ist, so ein Abo zu schenken, finde ich eine total süße Idee. Und oder wenn der Papi vielleicht, also der werdende Papi, dann der werdenden Mami so ein Abo schenken würde, glaube ich, ist das auch eine süße Sache. Und ja, also ich finde, das ist insgesamt eine schöne Box. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal ausführlich alles über die Produkte und meine Meinung dazu lesen möchtet, dann schaut einfach auf meinem Blog vorbei. Ich verlinke euch das unten, ja? Zum Preis von dieser Box eine Sache. Ich habe euch das auch nochmal alles ganz genau auf dem Blog geschrieben. Es gibt wohl so Staffelpreise. Also je nachdem, ob ihr die für einen Monat mit monatlich kündbar bestellt oder ob ihr für 3 Monate oder für 6 Monate oder so euch festlegt. Das steht alles nochmal ganz genau auf der Website von der Petite Box. Da sind das eben so Staffelpreise. Und wenn man jetzt für einen Monat nur diese Box bestellen würde, dann kostet sie, glaube ich, 24,95 oder so, auf jeden Fall knapp 25 Euro. Und ja, das Genaue dazu könnt ihr auch nochmal auf der Website nachlesen. Okay, meine Lieben, bis dann. Tschüss.